Wow, was macht das denn? Geht rauf, los! Hallo Leute, die Surio hier. Willkommen, eine neue Folge Satisfactory. Ja, es geht weiter. Und hier ist gerade Sonnenaufgang, es war gerade Nacht und jetzt geht die Sonne auf. Da ist meine Ölproduktion und Verarbeitung. Da habe ich noch wie heißt denn das Ding? Ein Craftbench hingestellt. Hab noch mittlerweile wiederum zwei Schnecken gefunden. Ich muss mir mal ein paar Sachen rausschmeißen. Und eine Festplatte. Ja, also ich war fleißig. Ach, halt zwei Schnecken und eine Yellow und zwei Grüne gefunden. Und so ein Ding gefunden. Oh, Quarz habe ich gefunden. Also, ja, hat sich gelohnt auf jeden Fall bis jetzt. Und jetzt kann ich es euch gar nicht zeigen. Da sieht man es ganz, ganz dunkel. Aber da geht gerade die Sonne auf. Wir müssen mal, ich stehe hier gerade auf so einem Teil. Wir müssen mal kurz hier rüber rennen. So, dass wir die Sonne nicht mehr von vorne haben. Guck mal, da oben, da ist eine Schnecke. Da komme ich nur nicht hoch. Also, ich muss unbedingt dieses Jetpack-Ding machen. Und hier diesen Bogen, ziemlich cool. Der Bogen da, ich weiß nicht, ob man da von da drüben da rauf kann und dann da umstehen kann. Das wäre, glaube ich, ganz schön krass. Ja. Und bin hier mal ein bisschen rumgelaufen noch. Und ich dachte, bevor ich das ganz alleine mache und hier ein komplett neues Gebiet für mich erkunde, nehme ich euch mal mit. Ich hoffe, das ist hier nicht zu gefährlich. Will ich darauf mal gehen? Mal gucken. Ja. Hier so ein großes Teil rum. Hier sind sowas da. Also bis hier war ich. Hier ist sowas. Das macht aber nichts. Also da passiert nichts. Also muss ich hier ein bisschen aufpassen. Hier waren ein paar diese Blumen, die dann da. Ich glaube, wir haben alle. Da vorne habe ich auch gesehen, waren Viecher. Und da ist noch so ein Ball. Da kommt einer schon. So. So, kurze Pause. So, zweiten erledigt. Hier noch ein dritter. Oft sind die zu dritt. Aber wir sammeln mal dieses Bär ein. Genau, damit habe ich dann am Anfang auch schon wieder zwei. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist immer noch Sonnenaufgang hier, immer noch sehr hell. Ob ich da hochkomme? Oh, ich wage das zu bezweifeln. Mit meinen mageren Fähigkeiten hier wage ich das sehr stark zu bezweifeln. Ich glaube, hier war irgendwo noch so eine Pflanze, die diese fliegenden Teile ausstößt. Wenn ich mich nicht ganz irre. War ja noch irgendwo eine. Sehe gerade keine. Na gut. So, gehen wir mal hier weiter, hier drunter durch. Vorsichtig ein bisschen gucken. Also, na doch, vielleicht wenn ich da irgendwie hochkomme, da hoch, da rauf, wir probieren es mal. Mehr ist schief gehen, kann es nicht. Naja, kann schief gehen. Da oben ist auch irgendwas. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber hier ist jetzt mehr so Sanddüne. Okay. So. Ich hatte auch ein paar Stellen zwischendurch mal, wo dann die Musik aus war. Auf einmal. Was war das für ein Geräusch? Ist hier ein Vieh? Ja, da ist ein Vieh. Es rennt weg.
weg. Was ist das hier? Was ist das? Kann hier nichts machen? Kann mich raufstellen? Interessant. Ah, da. I strongly advise you to harvest this specimen. Okay. Warte mal, bevor ich das mache, mache ich mal ein Foto. Was immer das ist. Harvest. Ja. Ah, muss nicht abstürzen. Also, dass er beim Speichern immer noch so stark ruckelt, das ist nicht schön. So. Sommerslop. Aber ich glaube, sowas habe ich schon. Also, ist jetzt nichts Neues. Mal jetzt gucken. So, die Nüsse mal essen. Und jetzt bin ich schon, naja, ein bisschen auf dem Weg. Nüsse packen wir wieder ein. So eine Art ein Höhlensystem oder ein Durchgang. Interessant. Von hier oben mal gucken. Da ist eine Schnecke. Sehe ich von hier. Komme ich nicht rauf. Okay, hier ist so ein interessantes Sandgebiet, sage ich mal. So, mal gucken, ob wir da hochkommen. Da lang vielleicht. Nicht falsch springen. Nüsse. So, da wollte ich hin. Genau, gar nicht da hoch. Da drüben wollte ich hin. Das scheine ich zu schaffen. Komme ich dann noch höher? Ne, da komme ich aber nicht hoch. Also zumindest nicht von hier. So. Ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, das Ding hält. Jetzt nehme ich schon anscheinend erste... Guck mal, hier hat es schon erste Risse. Ich hoffe, es hält. Gift. Gift. Eine lila Schnecke? Habe ich noch gar nicht. Und irgendein Vieh. Dann guckt mal, jetzt kommt da das Gift raus. Na, sowas aber auch. Wow, was macht das denn? Geht rauf, los. Boah. So. Gift. So, das heißt, wenn ich jetzt da reinrenne, werde ich Schaden nehmen. Und ich komme nicht an die Schnecke ran. Okay, das Vieh haben wir erledigt, aber ich komme nicht an die Schnecke ran, ohne Schaden zu nehmen. Foto. Sieht aber echt krass aus. Also hier ist noch ein ganz neues Gebiet. Ich frage mich immer noch, ob es irgendwann mal eine Map gibt. Von da darüber und dann da hoch. Aber das schafft man halt. Dann bräuchte ich dieses Checkpack-Ding. Der sieht auch merkwürdig aus da drüben, aber da komme ich auch nicht hin. Und da hoch. Und was ich gerne mal probieren würde, ist da oben drauf zu kommen. Aber wie gesagt, da bräuchte man dann die... Ich weiß gar nicht, wie schnell ich Schaden nehme. Ja, da nehme ich Schaden. Und wahrscheinlich so schnell, dass ich dann tot bin, bevor ich an der Schnecke bin. So, das Wasser da unten ist, glaube ich, zu flach, um da runter zu hüpfen. Das heißt, ich muss hier den Weg wieder zurück. Okay, Leute, also das war ein kleiner Ausflug. Ein interessanter Ausflug, nichtsdestotrotz. Ja. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Komme ich hier runter? Vernünftig? Ja, das schaffe ich, glaube ich. Das ist nicht so hoch. Und. Oh, das war ganz schön tief. So. Okay, gut. Dann haben wir das gemacht. Brauchen wirklich unbedingt dieses Jetpack.
Ja, dann und den Strahl, also den Schutzanzug da. So, es gibt ja auch einen Schutzanzug gegen diese Sachen. Und ich muss nach Hause. Und dann gucken wir mal, ob wir endlich was freischalten können. Ja, guck mal, hier ist das Licht gleich ganz anders. Wirklich viel bläulicher. Interessant, sehr interessant. Was haben wir hier? Limestone. Okay, brauchen wir nicht. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Da drüben ist meine Ölfabrik. War ein relativ kurzes Video, aber wir haben sozusagen ein neues Gebiet entdeckt. Und ja, also ich muss echt mal gucken. Ich habe es vergessen, bis jetzt zu gucken, ob es eine Map gibt tatsächlich von der Karte, wo man sozusagen sehen kann, welches Gebiet wo ist und vielleicht auch welche Besonderheiten das hat oder so. Das wäre echt mal sehr interessant. Ja. So, ich mache mich auf den Rückweg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, ein kleiner kurzer Nachtrag. Da oben ist wieder so ein Ding. Ich komme nur hier nicht hoch. Also irgendwie rutsche ich doch jetzt. Jetzt. Ha, ich wollte gerade sagen, ich komme nicht hoch und in dem Moment schaffe ich es. Ha! Habe es schon dreimal probiert. Und hier unten ist noch, habe ich schon angefangen zu abzubauen, SAM, Sam-Ohr. Ich hab, weiß nicht genau, was das ist. Ja. Was denn jetzt? Oh, ich habe nicht genug Platz. Was schmeißt man weg? Was schmeißt man weg? Was schmeißt man weg? Das schmeißen wir weg. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, ich kann es analysieren. Strange alien metal that glistens with new possibilities. Okay, so. Ich muss von der Logik her, gehe ich mal in die Richtung. Ja, also, wir haben was Neues gefunden. Interessant. Hier war ich also auch noch nicht. Da vorne irgendwo ist das Förderband, glaube ich. Aber ich kann hier so ein bisschen abkürzen. Denke ich zumindest. Hoffe ich. Ja, da drüben ist mein Zuhause. Also ich war immer so ein bisschen mal, immer ein Stück weiter schon mal. Aber eben... Hä? Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Da in der Mitte vom See ist noch so ein Ding, was man öffnen kann. Dazu braucht man aber Strom. Und dann habe ich immer schon mal ein bisschen Strom gelegt. Den habe ich hier dann aber nicht weitergezogen. Da unten ist nämlich mein Ölförderband. Warte mal, davon hat man nicht mehr allzu viele. Not enough space. Okay. Hab ich irgendwo Holz oder sowas, was ich wegschmeißen kann? ich habe nicht wirklich was ich wegschmeißen kann. Na gut, werden wir schon nochmal finden. Eine so eine Kiste zum Öffnen muss noch irgendwo sein. Die hatte ich, die allererste, die ich gefunden habe, habe ich noch nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß es ehrlich nicht. Das war auch in der Nähe von Felsen und Abgründen und Entschuldigung. Und da war auch so ein Giftzeug da dabei, aber ich habe das echt noch nicht wiedergefunden. Also ich dachte, das wäre hier, aber hier ist es nicht. Und es ist so, irgendwo war, habe ich mal was gefunden. Das war relativ am Anfang. Das war, glaube ich, gar nicht so extrem weit weg. Ich habe es nicht wiedergefunden. Ich weiß es echt nicht. Hat mich verwundert. Okay, vielleicht muss ich einfach nochmal... Da ist eine Schnecke. Da ist eine Schnecke. Hallo, Schnecke. Verstecken. Gleich verstecken. Die können wir wieder einsammeln. So. Okay, gut. So, dann mache ich jetzt aber Schluss, weil sonst rede ich hier noch ewig. Und eigentlich hatte ich ja schon Schluss gemacht. Und hier seht ihr das Förderband. Ich bin also auch gleich an meiner Basis. Das ist ganz praktisch. Ja, und ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Das ist echt merkwürdig. So, ich glaube hier irgendwo bin ich gestartet. Ich glaube hier könnte es sein, dass ich hier gestartet bin. Dass hier mein Startplatz war. Also hier haben wir noch großen Bereich, den wir zubauen können. Aber mal gucken, was da noch kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und das zweite Mal jetzt. Bis zum nächsten Mal.